Gerät wird hier von der Conchita Wurst. Die Gewinnerin vom letzten Eurovision Song Contest steht für Akzeptanz und Toleranz. Darum naheliegend, dass sich die Kunstfigur aus Österreich im Alpensymposium zu Interlaken für eine tolerantere Welt ausspricht. Bevor das Interview für die Medien losgeht, macht sie sich ihrer Sympathie alle Ehre und begrüßt jeden Medienvertreter höchst persönlich. Das Motto vom heurigen Alpensymposium heisst «No risk, no fun». Dabei wird das Wort Mut gross geschrieben. Mut, genauso wie wir auf der Bühne gesprochen haben, ein Vorbild, etwas mit Selbstaufgabe zu tun und etwas damit zu tun, etwas zu machen, was man eigentlich nicht machen will. Dann ist man für mich mutig. Ich habe immer alles gemacht, was ich wollte, und was ich nicht wollte, habe ich nicht gemacht. Und ich kann auch nicht sehr viel damit anfangen, wenn Menschen zu mir sagen, ich bewundere ihren Mut, so zu sein, wie sie sind. Es bedarf keinen Mutes, so zu sein, es sollte keinen Mut bedürfen, so zu sein, wie man eben sein möchte. Als Stimme für Toleranz ist sie auf Interlaken gekommen. Toleranz allein lange aber bei weitem nicht. Grundsätzlich ist ja Toleranz zum einen mal ein Wort, das leider ein bisschen überstrapaziert wird, weil Toleranz ist ja noch lange nicht genug. Eigentlich muss man ja respektiert und akzeptiert werden und nicht toleriert. Im Mai 2014 hat sie die grosse Sensation geschafft und den Eurovision Song Contest gewonnen. Gross verändert hat sich aber die Welt seither nicht. Man dachte, ja, das ist jetzt ein Schritt in die richtige Richtung und wir haben alle irgendwie Offenheit bewiesen. Und dann kamen die Europawahlen und dann gewinnen eben die Konservativen um Längen. Und die einzige Erklärung, die ich habe, und ich glaube, die ist auch sehr nachvollziehbar, mein Sieg war im besten Fall ein Statement, aber ein Statement reicht eben nicht, um eine Gesellschaft zu verändern.